Du willst auch selber KI-Bilder wie diese hier erstellen können? Dann aufgepasst! Ich gebe dir heute eine Step-by-Step-Anleitung, damit du am Ende dieses Videos weißt, was du beachten musst. Dafür benutzen wir Discord, Midjourney und am Ende zeige ich dir noch, wie du deine Bilder in Top-Qualität hochskalierst. Du bist hier bei KI Tech Lab und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Bevor wir mit der eigentlichen künstlichen Intelligenz arbeiten, brauchen wir erst einmal Discord. Dafür gebt ihr einfach discord.com in die Suchleiste ein und könnt dann euch das Programm hier einmal zum Beispiel für Windows herunterladen und euch einen Account erstellen. Warum brauchen wir Discord? Discord ist eben ein Kommunikationstool und wir brauchen das, um schlussendlich mit der künstlichen Intelligenz kommunizieren zu können, um ihr zu sagen, was sie für uns erstellen lassen soll. Und erst danach ist es euch möglich, sich dann bei Midjourney direkt einzuloggen. Midjourney ist nämlich dann die eigentliche KI, die deine Bilder am Ende erstellen wird. Ich verlinke euch die offizielle Midjourney Homepage in der Videobeschreibung. Wenn ihr euren Discord-Account erfolgreich erstellt habt, dann könnt ihr euch hier unten rechts über Sign In einloggen, direkt über euren erstellten Discord-Account und diese beiden Konten miteinander verknüpfen. Einfach Autorisieren klicken. Danach öffnet ihr dann eure Discord-Applikation und klickt hier links auf den Kompass und könnt hier dann einmal nach Midjourney suchen. Hier oben links findet ihr dann den offiziellen Midjourney Discord-Server. Hier klickt ihr einmal drauf und was euch dann direkt auffällt, wenn ihr hier scrollt, hier sind extrem viele Bilder zu sehen. Das liegt eben daran, dass hier in diesen Newbie-Räumen ganz viele User eben live ihre KI-Bilder erstellen lassen und ich empfehle euch eben, die Midjourney-KI auf euren eigenen Discord-Server zu ziehen, um eben dann in Ruhe eure KI-Bilder erstellen zu lassen. Um das jetzt umzusetzen, müssen wir erst einmal einen eigenen Discord-Server erstellen. Dafür klickt ihr hier links einmal auf das Plus. Dann müsst ihr euch eben durch ein paar Settings durchklicken und am Ende eben dem Server einen Namen geben und dann einfach erstellen klicken. Ja, und nach wenigen Sekunden habt ihr dann auch schon euren eigenen Discord-Server erstellt. Jetzt müssen wir nur noch die Midjourney-KI hier auf diesen Server draufziehen. Das geht ganz einfach, dafür gehen wir wieder zurück auf den offiziellen Midjourney Discord-Server und hier auf der rechten Seite sehen wir den Midjourney-Bot. Hier einmal Linksklick, dem Server hinzufügen und dann wählt ihr euren Server aus und dann ein paar Schritte befolgen. Dann bekommt ihr auch hier unten schon eine Message, dass der Bot eurem Discord-Server hinzugefügt wurde. Jetzt könnt ihr zurückgehen zu eurem Server und zack, hier oben rechts wird euch der Midjourney-Bot über eurem Namen angezeigt. Perfekt, damit hast du jetzt alle Vorkehrungen getroffen und ich kann damit anfangen, dir die künstliche Intelligenz Midjourney mit allen ihren Funktionen vorzustellen. Viel Spaß! Um jetzt ein KI-Bild erstellen zu lassen, müssen wir dem Bot erst einmal eine Anfrage schicken. Dafür gebt ihr hier unten im Chat einmal /imagine ein, dann wird euch schon ein Befehl vorgeschlagen und zwar der Prompt-Befehl. Und nach dem Prompt-Befehl könnt ihr dann einmal eure Keywords eingeben, die das Bild eben beschreiben sollen, beziehungsweise könnt auch kurze Sätze benutzen. In meinem Fall möchte ich jetzt einmal eine Burg erstellen mit einem Drachen, der darüber fliegt und das Ganze soll eben eher dunkel sein, in einem dunklen Setting, man soll Berge sehen und auch Feuer. Danach klickt ihr dann einfach einmal Enter, dann müsst ihr eben ein bisschen Geduld haben und nach kurzer Zeit wird euch dann auch der Ladestand hier im Textfenster angezeigt. Und das Bild wird eben mit der Zeit immer schärfer, also ihr könnt live dabei sein, während der Bot hier euer Bild erstellt. Und je nachdem, ob ihr eben eine kostenpflichtige Version von Midjourney benutzt, kann das Ganze dann eben auch ein bisschen schneller gehen. Nach ca. 30 Sekunden hat der Bot dann auch das Bild fertig hier erstellt. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken, fällt auf, dass auf allen Bildern der Drachen, die Burg gut zu sehen ist. Das Ganze ist im eher dunklen Setting gehalten. Im Hintergrund sieht man überall Berge und auch Feuer ist überall zu sehen. Also der Bot hat hier eine gute Arbeit geleistet, hat alles, was ich ihm gesagt habe, auch so umgesetzt. Unter dem Bild findet ihr dann hier noch weitere Funktionsmöglichkeiten, einmal U1 bis U4 und V1 bis V4. U steht dabei für Upscale und V für Variation. Also wenn uns hier eins dieser Bilder besonders gut gefällt, könnten wir das Ganze hier einmal mit Upscale eben vergrößern lassen. Wenn wir hier uns das Bild nochmal anschauen, gefällt mir hier zum Beispiel das erste am besten, also 1, 2, 3, 4, hier das erste am besten. Jetzt lasse ich mir das Ganze jetzt mal upscalen. Dann haben wir hier eben ein größeres Format des Bildes. Und wenn wir jetzt allerdings noch eine Variation von dem Bild haben wollen, dann klicken wir auf V1 und dann wird diese Anfrage eben vom Bot wiederum neu bearbeitet und das dauert dann wieder einige Sekunden, bis das Ergebnis vorliegt. Nach wenigen Sekunden ist dann eure Variation auch schon fertig und wenn wir uns die einmal anschauen, dann sehen wir hier kleinere Veränderungen zum Original. Wenn wir uns das Original hier anschauen,
hat sich hier bei den Variationen beispielsweise der Vulkan einmal in eine Festung, in eine brennende Festung verändert und allgemein sieht auch der Drachen überall ein bisschen anders aus, die Burg ebenso und einige Details haben sich auch verändert. Wenn ihr euch jetzt eben für ein Bild entschieden habt, mit dem ihr weiterarbeiten wollt und das ihr beispielsweise auf eurer Festplatte abspeichern wollt, dann klickt ihr ja einmal auf die abgescalte Version. Und dann könnt ihr das Ganze hier unten im Browserfenster öffnen und dann einfach auf eurer Festplatte abspeichern. Bevor ich euch gleich ein weiteres Beispiel zeige, stelle ich euch einmal kurz das Preismodell von Midjourney vor. Am Anfang, wenn ihr euch das erste Mal anmeldet, habt ihr eben einen sogenannten Free Trial und könnt ca. 20 Bilder erstellen. Danach müsst ihr eben eine Subscription bezahlen. Ich habe hier in diesem Fall den sogenannten Basic Plan. Dieser beinhaltet eben pro Monat 200 Minuten sogenannte Fast Generations. Und dann gibt es eben noch den Standard und den Pro Plan. Beim Standard Plan beinhaltet das eben 15 Stunden Fast Generations und beim Pro Plan 30 Stunden Fast Generations. Wenn man sich das hier einmal anschaut, diese 200 Minuten entspricht eben 3 Stunden 20 Minuten. Und ich habe jetzt eben noch 52 Minuten übrig. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge und reicht mir jetzt persönlich vollkommen aus. Bei dem Basic Plan ist es eben so, wenn diese 200 Minuten aufgebraucht sind, dann könnt ihr keine weiteren Bilder erstellen. Beim Standard und beim Pro Plan sieht es da ein bisschen anders aus. Wenn eure sogenannten Fast Generations aufgebraucht sind, dann wechselt Midjourney eben in den sogenannten Relaxed Mode. Und dort könnt ihr dann unendlich weitere Bilder erstellen, allerdings eben langsamer. Was noch wichtig zu erwähnen ist, im Basic Plan und im Standard Plan sieht es eben so aus, die Bilder, die ihr erstellt, werden eben gleichzeitig auf dem offiziellen Midjourney Server in einem der Räume publik gemacht. Das ist eben beim Pro Plan nicht der Fall, hier gibt es nämlich den sogenannten Stealth Image Generation Mode. Dort gehören die Bilder dann im Endeffekt nur euch. So, zurück auf unserem Discord Server zeige ich euch jetzt ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die ihr mit dem Bot vornehmen könnt. Und zwar gebt ihr dafür einmal /settings unten in den Chat ein, drückt Enter und dann nach kurzer Zeit seht ihr auch schon so ein Feld, was sich öffnet und das beinhaltet eben zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Hier in der ersten Zeile seht ihr verschiedene Midjourney-Versionen. Momentan sind wir bei Version 5 angekommen. Diese wurde jetzt hier im März released und hat eben Version 4 abgelöst und eben auch einige Probleme behoben. Zum Beispiel bei Midjourney Version 4 wurden bei Händen manchmal immer noch ein paar Finger zu viel angezeigt und jetzt mit der neuen Version wurde dieses Problem beispielsweise gelöst. Trotzdem hat man aber die Möglichkeit eben zur älteren Version hier mit einem Klick zurückzuspringen. Dann sieht man hier, dass sich etwas verändert und zwar ein Command eben hinzugefügt wird und so kann man eben auch ältere Midjourney Versionen ausprobieren. Springen wir in die zweite Zeile und zwar hier binden wir den Regenbogen, den sogenannten Niji Mode. Wenn wir dort einmal draufklicken, dann ändert sich eben der Bearbeitungsmodus in einen sogenannten Anime Creator Modus und dort kann man eben Bilder erstellen, wie beispielsweise dieses hier. Das ist eben mit dem Niji Mode erstellt worden. Und dann gibt es hier noch zwei weitere Modi und zwar den MJ Test und MJ Test Foto. Midjourney schreibt dazu selbst, dass es sich hier eben um zwei temporäre Modi handelt, die eben für die Community da sind zum Testen und man erwartet eben ein Feedback, um diese dann eben weiter zu optimieren. Der Parameter Test orientiert sich hier mehr an Gemälden, während der Parameter Test P hier mehr fotorealistisch arbeitet. Zudem kann man hier auch noch weitere Parameter hinzufügen. Dies führt in diesem Video allerdings zu weit, da ich euch nur einen generellen Step-by-Step-Guide geben möchte, damit ihr die ersten Midjourney-Bilder für euch erstellen könnt. Ich verlinke euch auf jeden Fall die offizielle Midjourney-Seite in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr auch alle möglichen Parameter noch selber nachlesen und selber ausprobieren. Und wenn ihr noch ein bestimmtes Video dazu haben wollt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare unter diesem Video. Ich zeige euch jetzt noch ein kurzes weiteres Beispiel zu dem Parameter Testfoto. Damit wurde beispielsweise dieses Bild hier erstellt. Springen wir in die nächste Zeile und zwar zur Qualität. Hier habt ihr eben drei Möglichkeiten und zwar Half Quality, Base Quality und High Quality. Standard ist eben Base Quality ausgewählt. Ich empfehle euch auch, das so zu lassen. Bei High Quality dauert die Erstellung eures Bildes eben doppelt so lang. Wenn ihr beispielsweise auch wie ich diesen Standardplan habt, dann könnt ihr eben, wenn ihr jetzt ausschließlich in diesem Mode arbeitet, nur halb so viele Bilder erstellen. Auf der Midjourney-Seite findet man hier auch ein Referenzbild zu. Und zwar sieht man hier rechts die sogenannte Base Quality und wenn man sie mit der Half Quality vergleicht, dann fehlen hier auf jeden Fall im Hintergrund diese Tannen. Kommen wir zur vorletzten Zeile und zwar der Style-Zeile.
Wenn man sich das einmal anschaut, ist hier standardmäßig der Style Medium ausgewählt. Es gibt noch Low, High und Very High. Um euch das besser zu veranschaulichen, springe ich nochmal kurz zur Midjourney-Seite. Und hier sehen wir eben die verschiedenen Styles von Low bis Very High. Hier kann man eben gut den Unterschied an Details erkennen. Zum Beispiel hier bei Style Low sehen die Feigenbäume ziemlich flach gehalten aus. Und wenn man das dann mit Style Very High vergleicht, dann sieht man hier doch schon ordentlich mehr Details. Hier müsst ihr eben persönlich entscheiden, was für ein Bild ihr erstellen wollt und mit welchem Style ihr dann arbeitet. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass es am Anfang ein bisschen Zeit braucht, bis ihr eben so ein Gefühl für Midjourney bekommt. Also seid dann nicht zu selbstkritisch. Kommen wir damit auch schon zur letzten Zeile. Und zwar hier dieser Public Mode, das hat damit zu tun, was ich euch schon erwähnt habe, dass eben eure Bilder, obwohl ihr sie jetzt in eurem privaten Discord-Server erstellt, eben gleichzeitig auch auf Midjourney eben veröffentlicht werden und eben für jeden zur Verfügung stehen. Da kommt ihr eben nur raus, wenn ihr den teuersten Plan kauft, dann könnt ihr das Ganze eben privat im sogenannten Stealth Mode erstellen. Den Remix Mode werde ich jetzt mal überspringen, vielleicht mache ich da noch ein eigenes Video zu, das führt jetzt eben zu weit. Abschließend gibt es dann hier eben noch den Fast- und Relax-Mode. Der Fast-Mode ist eben in allen kostenpflichtigen Abos bei Midjourney enthalten. Der einzige Unterschied ist, dass wenn man eben im günstigsten Abo seine 200 Minuten aufgebraucht hat, keine weitere Möglichkeit hat, weitere Bilder zu erstellen, außer man zahlt eben wieder. Bei den anderen beiden Abos fällt man dann eben, wenn man seine Fast Hours aufgebraucht hat, in den sogenannten Relax-Mode. Also man wartet ein bisschen länger, bis seine Bilder erstellt werden, hat allerdings Unlimited Tries. Ich zeige euch jetzt abschließend noch, wie ihr euer Bild in einem besonderen künstlerischen Stil eben erstellen lassen könnt. Ich habe euch nämlich ein Google Spreadsheet Dokument verlinkt unter diesem Video. Hier findet ihr eben allerlei verschiedene Künstler und deren Beispielbilder und könnt euch hier einen Künstler, der euch besonders gefällt, mit seinem Stil eben herauskopieren. Diesen Künstler könnt ihr dann ganz einfach erwähnen bei eurer nächsten Aufforderung an den Midjourney Bot, also wieder / imagine. Und dann gebt ihr eben den Künstlernamen ein. Danach setzt ihr einfach ein Komma und gebt wie gewohnt eure Keywords ein. Ich habe jetzt fast dieselben Keywords genommen, die wir beim ersten Bild schon benutzt haben. Der einzige Unterschied, das Schloss soll hier eben Neuschwanstein sein. Zudem werden wir jetzt noch das Format des Bildes eben ändern. Wie ihr hier sehen könnt, ist das Format eben bisher 1:1. Das ist das Standardformat. Wenn wir das ändern wollen, dann gebt ihr einfach --AR für Aspect Ratio ein und dann eben euer gewünschtes Format. Wir benutzen jetzt hier einmal 3:2. So, nach wenigen Sekunden ist das Bild dann auch schon fertig erstellt. Wenn wir uns das einmal angucken, sieht das schon echt cool aus und es fällt dir natürlich auch direkt auf, dass sich die KI hier eben an dem von uns erwähnten Künstler, dem Leonid Afremov und seinen Bildern eben orientiert hat. Wenn ihr jetzt mit einem bestimmten Bild weiterarbeiten möchtet, um es beispielsweise auf eurer Website anzeigen zu lassen, dann muss die Auflösung und das Format natürlich etwas größer sein, damit es dann eben auch schön aussieht. Dafür lasst ihr das Bild erst einmal von Midjourney upscalen, das ihr eben ausgewählt habt. Ich entscheide mich hier für das vierte Bild. Nach wenigen Sekunden hat euch Midjourney dann das von euch ausgewählte Bild auch schon abgescaled. Dann könnt ihr das Bild ganz einfach hier im Browserfenster öffnen und auf eurer Festplatte abspeichern. Abschließend zeige ich euch jetzt noch, wie ihr das Bild, was ihr gerade abgespeichert habt, noch weiter hochskalieren könnt, um es in einer noch besseren Auflösung weiterzuverwenden. Dafür empfehle ich euch die Website upscale.media. Hier könnt ihr einfach einmal euer Bild auswählen. Ja, und nach wenigen Sekunden könnt ihr hier dann das hochskalierte Bild herunterladen. Und wenn ihr hier übers Bild hovert, dann seht ihr auch den Unterschied vom Original zum hochskalierten Bild. Und das macht schon einen gewaltigen Unterschied. Damit sind wir auch schon fast am Ende dieses Videos angekommen. Und jetzt solltest du eine Basis haben, um auf jeden Fall deine ersten Bilder mit Midjourney erstellen zu können. Solltest du noch weitere Fragen haben, dann kannst du diese natürlich gerne jederzeit hier unter diesem Video in den Kommentaren stellen. Und ich werde sie dann natürlich schnellstmöglich beantworten. Ansonsten kann ich dir nur empfehlen, hier einmal bei unserer Website KI Tech Lab vorbeizuschauen. Hier findest du aufgelistet in verschiedenen Anwendungsbereichen zahlreiche KI-Tools, die deine Arbeit vereinfachen können. Du klickst hier einmal drauf, bekommst dann schon eine kurze Beschreibung des Tools angezeigt und kannst dann hier direkt das Tool ausprobieren. Und damit bleibt mir dann schlussendlich nur noch zu sagen, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich sehe dich beim nächsten Video. Bis dahin, mach's gut und ciao!